Boy, da muss ich wieder ein Rätsel lösen, aber ich weiß nicht, welches Ding ich da nehmen muss. Da muss ich nochmal kurz zurückgehen. Also da wird mir das angezeigt. So, eingefesseltes Publikum, untersuche das Objekt der Macht, Röntgenlicht. Ist hier nicht so ein Ding? Warte mal, wir gucken mal auf der Karte. Wo waren die Karte? So, die war hier. Da wird mir das nicht angezeigt hier. Röntgenlicht. Mhm. Aber wo muss ich denn hin, wenn Röntgenlicht angezeigt? Achso, guck mal hier. Jetzt werden die ganzen Etagen angezeigt. Hier wird es angezeigt. Sehr gut. Und wir kommen wahrscheinlich dann da lang und dann da hinten und dann irgendwie runter, oder? Oder hier runter. Ich gehe mal dahin. So. So, wir müssen uns umdrehen. Halt, wir müssen da lang und dann irgendwie die Treppe runter. Es kann natürlich sein, dass hier wieder 3 Millionen Gegner kommen. Man kennt's. Aber wir gucken mal. Und dann da runter. So. Genau, und jetzt da lang. Da gerade außen durch die Tür. Hier ist nochmal ein Labor. So. Hier sind wir, glaube ich, richtig, ne? Oha. Sind wir hier richtig? Ja. Hypnose-Labor. Finde einen Weg in den Raum, um die Röntgen-Lichtbox zu binden. Die da? Da soll ich jetzt einen Weg finden? Gut, da kommen wir nicht rein. Muss ich wieder ein Rätsel lösen? Oh Gott. Das letzte Rätsel hat mich schon richtig fertig gemacht. Mach auf hier! Open the door. Tja, wie komme ich da hin? Vielleicht da lang? Ah, guck mal, hier. Hier vielleicht irgendwie. Nochmal vorher alles abchecken. Ein bisschen abchecken, ne? Muss immer sein. Ja, hier kommt man auch nicht weiter. Hier kann man irgendwas machen. Boy, da muss ich wieder ein Rätsel lösen. Aber ich weiß nicht, welches Ding ich da nehmen muss. Da muss ich nochmal kurz zurückgehen. Also da wird mir das angezeigt. Hier vielleicht irgendwie was mir angezeigt wird. Aber das sieht nicht so aus, ne? Dann ist es vielleicht wirklich dieser Ausdruck, den wir da hatten. Ja, hier. Guck mal, da ist rechts, links, oben und oben ist irgendwie so ein... Aha! Ich bin klug, ich hab Mut. So, wurde jetzt die Tür geöffnet? Ja, Perfektovic. Nice! So. Mhm. Oh, hier nochmal Tonband. Oha. Sammle 120 Sammelobjekte. Goldene Trophäe bekommen. Krass. Sind sich bewusst, dass eine Aussetzung zur Astralebene zu Tod, Behinderung, körperlichen Schäden, körperlicher Auflösung, kognitiven Zusammenbruch, Verlust des Ichs und teilweise bis vollständiger Demenz führen kann? Ja. Bin ich. Und Sie erkennen an, dass Ihre Nutzung des Astralleiters, auch bekannt als Röntgenlichtbox, rein freiwillig ist? Ja, natürlich. Perfekt. Ja, natürlich. Ihr Anzug sitzt? Ja. Okay, alles bereit. Tür öffnen für Mr. Warren, bitte. Okay, Mr. Warren ist reingegangen und man weiß nicht, was passiert ist. Deswegen gehe ich jetzt mal rein. So, hallo. Was soll ich tun? Soll ich so tun? Oh. Ja, super. Da sind wir bei Gold, ne? Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich ganz ans Ende, ne? Jump da einfach durch, Alter. Jump da einfach durch. Kriegen mich nicht. Ja, Goldgegner, bla bla bla, wissen wir schon. Und hier?
Finde einen Weg, die Gegner zu besiegen. Jetzt muss ich sie wieder besiegen. Auf jeden Fall muss ich Gegner triggern. So, und der kann jetzt auf den Goldenen dazugehen. Ist hier da was? Alter, ich bin schon fast wieder tot, ey. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar killen, ey. Oh, da passiert was. Der hat ihn gleich. Der hat ihn gekillt. Nice. Nice, Alter. Geil. Übersinnlicher Überfall. Trophäe bekommen. Erhalte die Fähigkeit übernehmen. Und die Mission haben wir abgeschlossen. So, geil. Das war doch mal richtig nice. Richtig nice. Ihr Gehirn wurde gebraten, als ich das Objekt übernahm. Oha. Ja, dann gibt's heute gebratenes Hirn.